Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und eurem Super Bowl 46 mit den New England Patriots gegen die New York Giants. Hier sehen wir schon den Star des heutigen Matches, Brady, so kann man ja schon mal vorwegnehmen. Einer der großen Namen im Super Bowl Business. Und wir spielen natürlich, ihr könnt es euch alle denken, Madden. Also sprich Madden NFL 2012, so heißt das Spiel von Electronic Arts. Und jedes Footballspiel beginnt mit dem berühmt-berüchtigten Coin Toss, sprich dem Münzwurf. Hier haben die New York Giants gewonnen und haben sich dafür entschieden, den Ball zu receiven. Ich durfte mir dann noch eine Seite aussuchen, das habe ich jetzt auch gerade getan. Und ab geht der Fisch. Natürlich die Stimmung beim Super Bowl immer groß. Die halbe Welt ist im Super Bowl-Fieber, so viel kann man schon fast sagen. Und ich habe mir heute noch jemanden dazugeholt, nämlich den Sunrise. Hallo Sunrise. Hallo. Ja, wie geht's dir? Gut, gut. Gut, gut. Die Leute fragen sich jetzt, was machst du hier, wofür bist du da? Ich werde den Krieger heute ein bisschen mit ein paar Zahlen, Daten unterstützen und die so im Gameplay mit einwerfen. Genau, bevor die Leute jetzt fragen, Sunrise hat keinen Kanal, das ist einfach keine Charity-Aktion hier. Das ist einfach spontan entstanden, weil wir uns heute Abend den Super Bowl live anschauen werden und haben uns gedacht, komm, dann machen wir mal ein Dual-Commentary hier. Ich habe ja Madden noch rumliegen. Einige Leute haben mir schon geschrieben, ey, zeig doch mal Madden, wir würden das gerne sehen. Und jetzt ist es soweit. So, da aber einige Leute wahrscheinlich mit Football so überhaupt nichts anfangen können, gibt es jetzt erstmal so eine kleine Regelkunde vorab. Ihr seht jetzt hier auf der Seite sind die Weißen, sprich die New York Giants, im Ballbesitz. Und deren Ziel ist es, hinten in die blaue Endzone zu kommen. Das sind knapp in der Regel 100 Yards. Sie befanden sich gerade an der 12-Yard-Linie und ja, sind jetzt hier durch einen Passspielzug sehr weit nach vorne gekommen. 53 Yards haben sie gut gemacht. Und man hat dafür diese sogenannten Downs. Das heißt, wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, ihr müsst da hinten hinkommen, in die Endzone, dann dauert es ewig. Deshalb hat man sich beim Football so ein paar Gedanken gemacht und hat das ganze Spiel ein bisschen interessanter entwickelt, indem man diese Downs eingebaut hat. Kannst du erklären, was das ist? Ja, also ein Down beinhaltet also ungefähr 10 Yards und man hat in diesem Sektor quasi hat man 4 Versuche. Wenn man den vierten dann überschreitet, bekommt der Gegner den Ball. Und um einen neuen First Down zu bekommen, muss man einfach diese gelbe Linie, wo man jetzt hier in diesem Spiel gesehen hat, in echt sind es dann so Fahnen, irgendwo aufgestellt werden, muss man die überschreiten und dann bekommt man neue 4 Versuche, um den Touchdown zu erzielen. Genau, sollte man es nicht schaffen, diese 4 Versuche erfolgreich, zu beenden, dann hat der Gegner den Ball. Sollte man es schaffen, in die gegnerische Endzone zu gelangen, was hier gerade den Giants gelungen ist, bekommt man erstmal 6 Punkte. So, und man bekommt einen Bonus. Dieser Bonus, dafür gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder in Form eines Field Goals, das heißt man schießt, wie die es gerade gemacht haben, den Ball durch diese beiden Stangen. Dafür bekommt man dann einen Bonuspunkt. Oder man geht auf eine Two-Point-Conversion, muss dafür den Ball wieder in die Endzone bringen. Ist ein bisschen schwieriger, aber dafür gibt es dann auch 2 Punkte. So, das sind erstmal so die Grundsätze zum Spiel. Ich bin jetzt hier im Angriff. Da ist auch schon mein Quarterback, der Tom Brady. Und ich kann mir jetzt hier aussuchen, was ich machen möchte. Es gibt 2 Spielzüge, um den Ball nach vorne zu bringen. Entweder Laufspielzüge, das heißt, der Quarterback übergibt den Ball an einen Spieler, so wie ich es hier gerade mache. Und ich laufe dann nach vorne. Oder durch einen Passspielzug. Dadurch wird der Ball natürlich gepasst. So, das sind erstmal die Grundsätze zum Football. Weiter werden wir auch heute in diese Materie gar nicht eingehen. Ein geiler Lauf hier. So, hier unten seht ihr noch, da wo die Tasten sind, Viereck, Kreis, X. Das sind Passspielzüge. Die anderen sind Laufspielzüge. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Prinzip von American Football. Es ist noch wesentlich komplexer. Hier seht ihr einen Passspielzug zu Gronkowski. Jawohl! Geiles Teil, Herr mit der Kirche. So, und darum geht es halt beim Football. Ich denke, ich konnte euch jetzt schon mal so ein bisschen was dazu näher bringen. Wenn ihr sagt, das interessiert euch, dazu wollt ihr gerne mehr wissen oder vielleicht noch gerne mal ein Gameplay sehen, dann könnt ihr das gerne in die Videokommentare schreiben. Wenn ihr allerdings sagt, naja, interessiert mich nicht, dann spart euch das Kommentar. So,
So, wir kommen einfach mal so zu den ersten, ja, Zahlen und Fakten, während wir jetzt hier, ich erkläre euch noch ganz kurz, bevor wir mit den Zahlen und Fakten ankommen, erzähle ich euch mal kurz, was ihr da oben für Zahlen seht. Ihr seht gerade, es steht 7:0 für die Giants, während ich hier wieder einen grandiosen Laufspielzug hinlege. Yeah. Ja, und auch einen Touchdown erreiche. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten. Ich mache natürlich auch einen Field-Goal. Also es steht momentan 7:6. Und das Field-Goal ist drin. Zack. Also 7:7. Es sind noch 2 Minuten 55 in diesem Quarter zu spielen, was somit auch sagt, dass es insgesamt 4 Quarter gibt und wir momentan im Second Quarter sind. Das sagt die 2 ND. Das heißt, das ist das zweite Viertel. Dann 35 Yards. Das heißt, ich habe jetzt den Ball geschossen. Die versuchen den Kickoff jetzt im Fachkreis, sag mal, zu returnen und sind jetzt an ihrer eigenen 20-Yard-Linie. Das sagt der gelbe Pfeiler mit dem 20, mit der 20. Und sie haben einen First Down und 10. Das heißt, sie haben einen First Down, bevor man 4 hat. Und man muss jetzt mindestens 10 Yards schaffen. Das heißt, sie müssen jetzt bis zu der 30-Yard-Linie vorkommen. Ansonsten haben sie verschissen. So, das haben sie hier. Jetzt haben sie ein zweites Down, also es wird dann hochgezählt und müssen jetzt noch 13 Yards laufen, weil ich habe den jetzt gerade richtig hier eine verkletschert. Das heißt, der musste es jetzt, hat 3 Yards verloren. So. Und im normalen Football sind es, glaube ich, 4×10 Minuten, die man da spielen kann, wann die Zeit gestoppt wird und so. Darauf gehe ich heute mal nicht ein. Das können wir gerne in der nächsten Folge machen. So, aber wir kommen jetzt mal zum Super Bowl. Warum ist der Super Bowl so ein besonderes und geiles Event? Ja, es ist einfach bei den Amerikanern schaut, also jeder zweite, also von den ungefähr, wie viel sind es, 311 Millionen Einwohner, schauen 140 Millionen, also wirklich fast jeder zweite, schaut sich den Super Bowl an. Weltweit sind sogar fast 1 Milliarde Menschen, also knapp 900 Millionen. Und das ist schon ein immenses Sportereignis. Also wenn man sich das mal vorstellt, erstmal fast jeder zweite Amerikaner schaut sich das Ding an und fast jeder siebte auf der Menschheit. jeder siebte der Menschheit auf der Welt schaut sich den Super Bowl an. Das sind immense Zahlen, also das ist wirklich phänomenal. Und in Amerika ist das Ganze so, dass es schon ein, ja, hier seht ihr gerade einen Punt, das heißt, er hat sein viertes Down und müsste noch 20 Yards laufen. Das wird er natürlich nicht schaffen. Deshalb lässt er jetzt einmal da die Zeit ein bisschen runterlaufen und wird jetzt gleich den Ball in meine Arme kicken, um sich da so ein bisschen zu befreien, damit ich es ein bisschen schwieriger habe. So. So, wir kommen aber auf jeden Fall wieder weiter zu Zahlen und Fakten. Also es ist wirklich, wirklich richtig krass. Und so ein, es ist schon ein inoffizieller nationaler Feiertag. Und da ist jeder irgendwie in Amerika ist damit irgendwie total konfrontiert. Ihr kennt es auch von der How I Met Your Mother Folge. Jeder will irgendwie am Super Bowl was mit seinen Freunden unternehmen, vielleicht auch live dabei sein, etc. Aber auch sowas muss finanziert werden. Wie wird so etwas finanziert? Und das ist durch Werbung. Und Werbung ist ein Punkt, der in unserer heutigen Welt, ihr kennt es auch von meinem Kanal, auf jedem Video ist Werbung. Aber beim Super Bowl sieht das Ganze doch ein bisschen besser aus. Denn ein 30-sekündiger Werbespot beim Super Bowl kostet wie viel? Glatte 2,4 Millionen Dollar. 2,4 Millionen Dollar zahlt jemand, um 30 Sekunden Werbung beim Super Bowl zeigen zu können. Sind aber auch dann also geile Werbespots eigentlich, wenn man die sich mal anschaut auf YouTube oder so. Die werden also wirklich eigens für den Super Bowl werden da Werbungen gedreht, beispielsweise von Chevrolet oder irgendwelchen Budweiser, Cola, immer mit dabei. Ja. Also ihr könnt gerne mal auch auf YouTube, gebt einfach mal Super Bowl und dann Commercials ein. Das ist wirklich der Knaller, was ihr da an Werbefilmen seht. Es sind wirklich schon Filme, es sind nicht Werbespots, es sind wirklich kleine Filme. Es gibt sogar Preise für den besten Werbespot des Jahres etc. Also darauf freue ich mich heute, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schon auf die Werbung. Deshalb werde ich mir das Ganze auch noch irgendwo im Livestream nebenbei anschauen. Einfach, weil ich die Werbung sehen will. Ich glaube nicht, dass das eins die Werbung überträgt. Glaube ich nicht, ne? Wäre sehr blöd. Glaube ich auch nicht. ESPN wird, denke ich mal, schon, also bei mir wird es dann, glaube ich, schon richtig laufen, so. Ja. Mit Werbung und allem drum und dran.
So, und wir nähern uns jetzt einem Punkt, und zwar der Halbzeit. Und da gibt es auch noch was richtig Geniales. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, 144 Millionen Menschen schauen sich in Amerika den Super Bowl an. Was machen die wohl in der Halbzeit? Natürlich gehen die hin und gehen ihre Cola, Pepsi, ihre Popcorn-Chips und Nachos und Hot Dogs und was weiß ich nicht alles auffüllen. Aber das Ganze muss natürlich auch irgendwo hin, sprich auf die Toilette. Und da wird zu etwas sehr Abstraktem gebeten. Ja, und zwar wird gebeten, dass man in der Halbzeit nicht zur Toilette gehen sollte, da wenn alle auf einmal auf die Toilette gehen sollten, die Wasserversorgung zusammenbricht. Natürlich bezieht sich das jetzt auf Amerika. Ihr könnt nachher ganz gediegen auf Toilette gehen. Oder ihr konntet ganz gediegen auf Toilette gehen, wenn ihr euch das Video anschaut. Es ist aber natürlich krass, wenn man sich vorstellt, wir leben im Jahr 2012 und das würde eine komplette Wasserversorgung zerstören. Das ist so krass, wenn man sich das mal vorstellt. Aber jetzt kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich was da in der Toilette rübergespült wird, muss natürlich auch irgendwoher gekauft werden. Und da kommen ja Zahlen zustande. Also wir haben die Zahlen einmal durch ein paar Foren gefunden, alternativ auch durch ran.de. Es ist natürlich jetzt nicht zu 100% nachgewiesen, ob diese Zahlen korrekt sind, aber es gibt mehrere Seiten, die immer das gleiche schreiben. Und wir sagen euch jetzt einfach mal, weil nach Thanksgiving, das ist ja in Amerika der Tag, wo die meisten Leute sich voll den Wand zufressen, ist der Super Bowl der zweitmeiste Tag für die Nahrungsmittelindustrie. Das heißt, da wird gekauft bis zum Gehtnimmer. Und wir hauen euch jetzt einfach mal ein paar Zahlen um die Ohren. Achtet mal drauf und stellt euch das mal wirklich vor euch stehend vor, was da konsumiert wird. Ja, also wir haben allein an Bier, werden an dem Super Bowl Sonntag 120 Millionen Liter getrunken. Da kommen auch dann die Toilettengänge wahrscheinlich her. Also 120 Millionen, nur in Amerika jetzt, ne? Also, ja. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar 14.500 Tonnen Chips. Das ist eine Zahl. 8.000 Tonnen Dip. Allein dieser, es gibt noch so einen zusätzlichen, so ein Guacamole, dieser Avocado-Dip. Avocado, ja. Da werden insgesamt 20.000 Tonnen zubereitet, damit die Chips auch ordentlich eingetunkt werden können. Das entspricht im Avocado-Anbau etwa 222.000 Footballfeldern. Nur um ein Event auf einem Footballfeld, um die Leute, die das anschauen, zu verfuttern. Total widerlich. Wie viel Popcorn? Popcorn haben wir dann 4.000 Tonnen. 4.000 Tonnen Popcorn. Wenn ihr mal so eine Tüte im Kino habt, die, was weiß ich, da schon 8 Euro kostet. Was sind da drin? 300 Gramm? Das wiegt ja nichts, das Zeug. Jetzt stellt euch mal 4.000 Tonnen Popcorn vor. Aber jetzt kommt die noch krassere Zahl. Also die finde ich der absolute Hammer. Wir haben mal nur 1 Milliarde Pizzen. Nicht eine Million, 1 Milliarde Pizzen. Das entspricht dann einem Drittel des Jahresumsatzes von so einem Pizzabäcker. An einem Tag machen die 33% von dem, was die im ganzen Jahr verdienen und umsetzen. Das ist doch krank. Das ist so phänomenal, Leute. So, aber natürlich hat das Ganze auch seinen Nachteil. Wenn man sich da vollgefressen hat, bis zum Gehtnimmer, wenn man da mit so einer Pocke sitzt. Ich war auch mal in einem Stadion, nicht zum Football, sondern zum Baseball und zweimal zum Basketball. Wenn man sich mal anschaut, was die Amis da haben. Wenn ihr ins Kino geht, okay, da gibt es 500 Milliliter Cola-Becher, vielleicht 1,5, vielleicht sogar auch mal 2 Liter. Aber bei den Amis gibt es sogar 5 Liter Becher. 5 Liter, das ist so ein Eimer, so ein Schweinekübel, da kannst du direkt einen Kopf reinhalten. Das waren die sogar auch mit Bier voll. Aber natürlich, wenn du das hast, dann da drüben noch deine Popcorns drauf, ein Hotdog und alles mögliche,
bringt dann auch natürlich was Negatives mit sich. Das heißt, der Verkauf von Medikamenten gegen Magenverstimmung und Kopfschmerztabletten steigt am Folgetag, also sprich morgen, um 20%. Und morgen wird es in Amerika so sein, dass ungefähr 6% der Amerikaner sich krank gemeldet haben. Das heißt, sie gehen nicht zur Arbeit, Magen voll, ich komme nicht. Also 6% von 311.000 melden sich mal eben krank. Ne, von 311 Millionen. Ja. Das ist, wobei, gut, Kinder weggerechnet, aber es sind ja trotzdem, das sind 6%, das ist ein Wahnsinn eigentlich, wenn man das auf eine Zahl ausrechnet. 1,8 Millionen. Ja, Wahnsinn. 1,8 Millionen Menschen in Amerika melden sich krank. Das ist so phänomenal. Das ist gar nicht wahr übrigens, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, scheißegal. Ist ja auch egal. So. Also, das ist schon mal absolut genial. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar der Verkauf von Großbildfernsehern verfünffacht sich, also fünfmal mehr, verfünffacht sich in der Woche vor dem Super Bowl. Warum? Jeder will natürlich mit seinen Freunden das Super Bowl-Event auf dem modernsten, neuesten, Hightech-mäßigsten Gerät bringen. Ich weiß gar nicht, wird der eigentlich in Amerika schon in 3D übertragen? Das ist eine gute Frage. Also das, möglich wäre es, aber... Das wäre es jetzt noch. Ja. So. Wenn man jetzt natürlich auch mal die Preise sieht, also was kostet es? Also erstmal, wenn ihr nicht die Kohle habt, um euch so ein Ticket holen zu können, gibt es eine Möglichkeit. Aber wir fangen erstmal an ganz unten. Das heißt, ihr möchtet euch das Super Bowl-Spiel angucken, und zwar so nah wie möglich. Da gibt es erstmal die Möglichkeit, natürlich ins Stadion zu fahren. Erstmal, wenn ihr mit dem Auto zum Stadion fahrt und parkt da in der Nähe in Indianapolis, kostet ein Parkticket rund um das Lucas Oil Stadium $600. So, $600 ist natürlich schon mal ein ordentlicher Batzen. Und wer dann nicht die Kohle dafür hat, der geht zum Public Viewing. Wie teuer ist das? Da zahlt man dann mal eben $700 für ein Ticket. Also wirklich nur vorm Stadion stehen, an der Riesenfernseher klotzen, $700 für ein Ticket. Also das ist echt, wenn man sich das überlegt, das ist der Hammer. Das heißt, wenn ihr kein Ticket haben solltet und ihr fahrt mit dem Auto zum Stadion und schaut dort Public Viewing, habt ihr schon mal $1,300 weg. Schon mal nicht schlecht. Jetzt sagen wir aber mal, ihr seid der glücklichste Mensch, der die billigste Eintrittskarte gekauft hat. Und die billigste Eintrittskarte kostet $2,000. Die billigste. So, nach oben hin sind natürlich dann überhaupt gar keine Preise gesetzt. Am Schwarzmarkt fängt das Ganze ab $5,000 an, was im Gegensatz zu $2,000 die billigste Eintrittskarte sogar noch relativ günstig ist. Und wie viel zahlt man für eine feine Loge? Da hattest du was? Für so eine VIP-Box, wenn man die sich mietet, zahlt man dann schlappe $600,000. Ja. Da ist also keine Frau, die irgendwie vor der Scheibe tanzt, Freunde. Da ist die ist erstmal nackt. Nicht die Frau, die Kabine. Das ist also, da sieht man mal erstmal, was, wie viel Geld dadurch überhaupt komplett generiert werden, etc. Also, das sind Zahlen, wobei hier, ja, schön, das schauen wir nochmal hier, zack, für die Fans, 20-7, da feiern sie, da, habt ihr gerade den Trinkbecher gesehen? So klein sind die Becher da überhaupt nicht. So, allein die NFL generiert, also sprich heute an dem Tag, $206 Millionen. Das heißt, durch Werbeeinnahmen, durch Trikotverkäufe etc. Und natürlich durch Eintrittskarten. Das sind schon ordentliche Summen. Und von den Fans werden ungefähr pro Super Bowl $250 Millionen nochmal in irgendwelche Fanartikel etc. gesteckt. Natürlich muss da, yay, muss natürlich auch nochmal was für die Unternehmen übrig bleiben, die ganze Scheiße herstellen, aber die verdienen sich auch dumm und dämlich. Also es ist wirklich, wirklich widerlich. Natürlich kann man auch mit dem Flugzeug anreisen, oder? Ja, aber das kann sein, dass das sich ein bisschen staut und ein bisschen dauert, weil in der Stadt, wo der Super Bowl stattfindet, wird meistens eine komplette Stadtbahn für Privatjets gesperrt. Das heißt, es sind ungefähr so 500 Stück und da die brauchen ja auch einen Parkplatz und dann ist mal eben so eine Landebahn einfach gesperrt. Mal eben. Mal eben so.
So, sieht ja hier ganz gut aus. 28 zu 7, auch wenn der kleine Knirpser jetzt hier versucht. Zack! So, Flagge heißt, ich habe irgendeinen Foul betrieben oder er. Okay, halten. Der Gegner. Ja, nehme ich an die Strafe. So, kann er mal ein bisschen zurückgehen. Auf jeden Fall, natürlich gibt es auch eine Trophäe. Das heißt, der Gewinner bekommt natürlich was. Das ist die berühmte, die noch nie jemand von euch wahrscheinlich gehört hat. Vince Lombardi Trophy, die im Super Bowl ausgespielt wird. Die Herstellung von dem Teil kostet irgendwie $25.000. Ist jetzt überhaupt nicht so viel wert, finde ich. Also finde ich ein bisschen mickrig, ganz ehrlich. So ein bisschen vergoldet ist sie. Hier im Spiel ist sie, glaube ich, Silber. Ich weiß es gar nicht. Oh, komm, den Chris. Nee. Ja, toll. Ja, auf jeden Fall Vincent Lombardi Trophy, $25.000. Finde ich ein bisschen mickrig, aber dafür gibt es noch was. Und zwar gibt es die wunderschönen Ringe. 150 goldene mit Diamanten besetzte Super Bowl Ringe werden jährlich an das Siegerteam verteilt. Das heißt, nicht nur die Spieler bekommen die Ringe, sondern der Manager, die Trainer, die ganze medizinische Abteilung, der Wasserjunge, der die Gatorade-Flaschen da auffüllt. Also jeder Depp kriegt da irgendwie so einen Ring. Und so ein Ring kostet ungefähr $5.000. Natürlich, wenn sie ihn irgendwie mal beim Pfandleiher oder so in Zahlung geben, natürlich wesentlich mehr. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Mal gucken, was ich hier noch so habe. Ja, also wie gesagt, Schwarzmarktticket haben wir ja, die $5.000. Das ist ja... Ja, sonst, das von 2003 in San Diego hat also... Zusätzlich jeder von diesen 122.000 Fans etwa 350 Euro am Tag zu dem Eintrittspreis noch ausgegeben. Also hatten wir hier nochmal 350 Euro pro Fan, was nochmal eine Riesensumme ist, was ausgegeben wird. Und das war 2003, wir haben jetzt 2012. Und gerade die Amis sind ja da noch bekloppter. Das ist wirklich phänomenal. So, 46. Super Bowl. Brauchen wir, glaube ich, auch nichts mehr zu erzählen. Das heißt, der erste. Wobei das ist so ein bisschen was. Der erste wurde hier nach 1967 ausgeführt. Wir sind im Jahr 2012. Wäre es nach Adam Riese. Ne? Der? 45. Haben sie einmal irgendwo einen reingeknüppelt. Ach nee. Seit 1969 wird die Benennung Super Bowl offiziell für das Finale verwendet und die zwei bis dahin durchgeführten Championship Games von 67 und 68 im Nachhinein Super Bowl 1 und 2 umbenannt. Aha. Ah, okay. Da haben wir schon mal den Punkt. Da ist der Fehler. So. Und Vince Lombardi war der Trainer der Green Bay Packers, die als allererste Mannschaft den Super Bowl gewann. Das sollte man vielleicht auch nochmal so, falls ihr irgendwann mal bei Wer wird Millionär seid und ihr euch fragen, wer war Vince Lombardi von der berühmt-berüchtigten Vince Lombardi Trophy, dann könnt ihr das Ganze jetzt so beantworten. Ich bin mal gespannt, wie euch das Ganze so gefallen hat. Sprich, so dieses Ganze einfach mal zu sehen. Es ist ja jetzt hier mit 28 zu 14 ja nicht mehr so spannend. Ich bin jetzt hier gerade in der Verteidigung. Was nehmen wir? Dreieck. So. Ist natürlich... Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Es wollten ja auch viele von euch mal ein Madden-Gameplay sehen. Das waren mal so eure Zahlen oder unsere Zahlen und Fakten, die wir so recherchiert haben. Wenn ihr jetzt sagt, okay, da gibt es aber noch was oder ihr habt jetzt irgendwas vergessen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwo gesehen habt, was weiß ich, da wird jetzt bei N24 wird jetzt berichtet, ey, ein Werbespot kostet jetzt 2,7 Millionen Dollar. Ey, auf die 0,3 Millionen Dollar, da scheißen wir heute mal drauf. Also das sind die Zahlen, die wir jetzt so gefunden haben. Und das würde mich mal so interessieren. Eine coole Panne noch übrigens. Und zwar ist die auch von heute. Die Giants haben sich auf der Homepage schon zum Champion gekürt. Das heißt, die haben so einen kleinen Fehler gemacht und sind hingegangen
und haben einfach mal so einen Test gemacht, wie das Ganze aussieht. Und die haben halt, denen ist halt eine peinliche Panne unterlaufen. Und zwar auf der Homepage des Clubs wurde das Team bereits als Gewinner des NFL-Endspiels vermeldet. Die Giants sind Super Bowl Champion, stand in riesigen Buchstaben auf der Seite. Auch die passenden Fanartikel waren abgebildet. Und als der Fehler bemerkt wurde, ging die Seite schnell wieder offline. Ganz einfach, die haben es einfach mal probiert und einfach mal getestet, wie das Ganze aussah. Haben aber das Ganze öffentlich gemacht. Peinlich, peinlich, peinlich. Peinlich, und peinlich, peinlich, ja. Deshalb hoffe ich, komm. Oh, 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 lauf! Yeah! Ja! Ein schöner Touchdown hier nochmal zum Schluss. 47 Sekunden noch zu spielen, da ist der Drops gelutscht. Ja, viele haben sich ja auch über meine Mikrofonqualität beschwert. Das liegt daran, ich habe ja einen neuen Rechner, wie einige wissen. Der hat halt auch ein paar, ich sag mal, lautere Lüfter. Und deshalb habe ich hier jetzt die die Rauschunterdrückung eingeschaltet. Also so wie ich jetzt klinge, so klinge ich auch im Realen, sprich wenn ihr mit mir telefonieren würdet und keine irgendwelchen Nebengeräusche sind. Oder aber auch, wenn ich mir ein etwas teureres Mikrofon holen würde. Das heißt, so werdet ihr meine Stimme, mein Klang, werdet ihr wahrscheinlich so in den nächsten tausenden Videos hören. Also könnt ihr euch so ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde es jetzt nicht, dass es unbedingt schlechter ist. Mir gefällt es persönlich sogar besser. Und... Oh, ist das dreckig. Oh, ist das widerlich. Macht ja auch noch einen Touchdown. Ja, jetzt wird es nochmal spannend hier. 35-20, wobei spannend ist was anderes. Naja, aber das ist halt Football. Was hast du vorher zu sagen? Sollte nichts mehr anbrennen. Eigentlich nicht. Die knüpfen jetzt das FICO rein, denke ich mal. 35-21 dann. Und da kann ich jetzt nicht nochmal. Ich kann euch jetzt mal so ein bisschen einfach mal kommentieren, wie sich das Spiel so spielen lässt, um einfach mal so ein Feedback von Madden abzugeben. Also, wie ist das Spiel für jemanden, der sich mit Football noch gar nicht auskennt? Also da denke ich, es ist wirklich sehr schwer. Ich muss sagen, ich habe damals angefangen auf der PlayStation 1 Madden zu spielen. Ich glaube, war es noch auf dem Super Nintendo? Ich glaube, auf dem Super Nintendo war es noch damals. Gab es da schon Madden? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr früh mit einem Kollegen von mir Madden gespielt. Wir haben damals selber so ein bisschen Football gespielt. Daher kannten wir das Ganze auch so. Und es ist, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, nicht schwer. Man hat jetzt hier drei verschiedene Möglichkeiten, die man immer auswählen kann, ob Laufspielzug oder Passspielzug. Und das ist eigentlich so am Anfang das Erste. Wenn man von der Defense keine Ahnung hat, da hilft einem gerne mal hier der Johnny, der John Madden. Und hier, zack, da ist er wieder! Hernandez! Yeah, feiern! Ja! Also wenn sowas heute Abend abgehen würde, die würden hier abgehen wie Hulle. Da tanzen sie. Ja, Pico, ganz gediegen hier, 42-21. Deklassierung. Also wenn das heute so abgehen würde, das wäre natürlich geil, wenn mein Gameplay genau den Endscore hat vom wahren Super Bowl. Übrigens, genau, wetten, es werden am Super Bowl, wo wir gerade hier bei dem Punkt sind, werden ungefähr 3 Milliarden Dollar an Wettgeldern ausgesetzt. 3 Milliarden Dollar, das heißt, 120 Millionen Liter Bier wird versoffen, aber 3 Milliarden Dollar werden da verknüppelt. Das heißt, wenn ein Liter Bier 20 Euro kosten würde, dann käme man ungefähr auf diese 3 Milliarden. Noch nicht ganz. Aber ein Liter Bier 20 Dollar, dann bist du ungefähr bei dem, was verwettet wird. Das ist doch Klatsch. Also ich hätte auch gewettet, wenn ich mich ein bisschen besser auskennen würde da. Kenne ich aber nicht, von daher lasse ich's. So, und auf jeden Fall, Madden, für die Leute, die es nicht kennen, ist es sehr schwer, da reinzukommen, wenn man das Ganze so noch nicht kennt. Natürlich spielen und so kann jeder. Es gibt auch reichliche Tutorials, aber um das Ganze erstmal wirklich komplett auch zu verstehen, gerade auch die Regeln vom Football, muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man sich doch erstmal ein bisschen damit auseinandersetzen. Vielleicht sich auch mal ein paar Football-Spiele anschauen, bevor man sich das Spiel kauft.
Also ich denke, es ist eher so ein Spiel für die Leute, die schon erste Erfahrungen, vielleicht auch erweiterte Erfahrungen gesammelt haben. Ich denke da, hier noch eine schöne Interception und Laufbahn. Lauf! Ja. Ja, wie siehst du das, Sunrise? Würdest du jetzt damit klarkommen? Ich habe auch die Demo teilweise ein bisschen angespielt. Und ich finde es also jetzt als kompletten, also wenn mir jetzt also NFL komplett unbekannt wäre, hätte ich mich richtig schwer, also schwer getan, glaube ich. Weil es halt echt doch schwer ist, also Spiele aus, also die Plays auszuwählen und ja. Verteidigung auszuwählen, also das ist dann, glaube ich, schon relativ unübersichtlich für einen absoluten, wenn es jemand für jemanden richtig Neuland ist, also ist ein schwieriges Spiel dann. Ja, und ich habe den Super Bowl gewonnen. Da der klassische, die klassische Gateway-Tonne. Über den Kopf. Über den Kopf. Ein Tom Brady Award verdient. Also ich bin auch keiner, der auf Trophäen geht, von daher ist mir scheißegal. Hier wird noch gefeiert. Gibt jetzt gleich, glaube ich, noch was richtig Schönes. Ein schönes Abschiedsbild. Es wird erstmal hier gefeiert. Da, die Fans sind auch mit dabei. Vor allem die Fans verkleiden sich auch. Das ist richtig geil halt in Amerika. Und hier wird schon gefeiert. Das ist noch nicht die Trophäe. Das ist sie. Da ist die Vince Lombardi. Da haben wir sie. Muah. Da ist das Ding. Da ist die Kirche. Damn, High Five hier noch. Nochmal High Five. Da sieht man nochmal hier die herausragenden Spielzüge. Wird noch ein bisschen gefeiert. Yeah. Für die Fans. Der klebt aber an der Hand. Da sieht man, wie der Brady hier unten die Arme hochreißt. Also ich hoffe auch, dass die Patriots gewinnen. Wenn ihr das Video seht, wird es wahrscheinlich schon so, dass es schon Gewinner feststeht. Yeah. Reingeflogen. So, schreibt mir mal bitte in die Videokommentare, wie ihr es gefunden habt, mal Madden zu sehen. Wie ihr diese Art mal fandet. Das war jetzt mal ein anderes Commentary. Wir haben ein bisschen recherchiert, was da so für Zahlen drin rumschwanken. Vielleicht möchtet ihr auch gerne mal sowas sehen. Hier natürlich mit dem Auto noch durch die Stadt. Ja, hier der Depp hätte mal die Kamera aufgemacht. Hätte auch was sehen können dadurch. So, wo fahren wir hin? Zum Barrack. Barrack. Das ist Obama. Da ist er! So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Und Sunrise hat das Schlusswort. Jo, dann verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht auch bei mir bis zum nächsten Mal. Yes, we can.